Jammerlappen und Co. Heute mit der Frage. Mein Name ist Joel und meine Frage ist, wer war der erste Mensch? Hallo liebe Kinder, da hat der Joel aber eine ganz interessante Frage gestellt. Wer war denn jetzt eigentlich der erste Mensch? Ja, das ist eine Frage, die ist schwer zu beantworten. Wie stellt ihr euch den ersten Menschen vor? Also ich stelle mir den ersten Menschen vor, der sieht aus wie ein Affe, wie so ein Schimpanse. Ja, und so richtig sprechen kann er noch nicht, aber er spricht schon. Also ist schon ein bisschen schlau, ein bisschen schlauer vielleicht als so Schimpansen. So stelle ich mir den ersten Menschen vor. Und spannend ist, die Naturwissenschaft hat tatsächlich ein Skelett gefunden von so einem ersten Menschen. Und es war ein Mädchen, es war eine Frau. Sie haben das Skelett ausgegraben und es ist uralt, 3 Millionen Jahre. Boah, das ist lange her. Und sie haben das Skelett Lucy genannt. Die Lucy, sie gilt jetzt für uns als so der erste Mensch. Und wisst ihr warum? Weil man hat festgestellt, als man sich die Beine von ihr angeguckt hat, dass sie aufrecht laufen konnte. Nicht so ein Affe, der da immer so gebückt rumwippt, sondern so richtig aufrecht wie wir gerade. Ja. Das ist das mit den Menschen. Die Menschen, die gehen gerade und aufrecht. Und weil sie das so machen, konnten die auch mit ihrem Kehlkopf besser sprechen. So hat sich über die Zeit ein Kehlkopf rausgebildet unter dem Kinn, mit dem man sprechen kann. Ja, das war bei der Lucy wohl auch so. So sagt die Naturwissenschaft das mit dem ersten Mensch. Kann man sich im Senckenberg-Museum angucken. Guckt euch mal an, die Lucy, kann man das sehen, die ist gerade mal so 1 Meter groß, also eigentlich kleiner als ein Kind. Ja, so war das früher. Aber ich will euch auch noch erzählen, was die Geisteswissenschaft sagt. Ja, es gibt nämlich nicht nur Naturwissenschaft, die schlauen Leute, die alles über die Natur wissen, sondern es gibt auch noch die Geisteswissenschaft, die versucht auch noch, das rauszukriegen, was die Naturwissenschaft nicht so rauskriegt. Und da ist es so, dass die Religion sagt, der Mensch, der erste Mensch, das war der Adam und die Eva. Ja. Da gab es noch keine Naturwissenschaft, da haben die Menschen sich überlegt, wie das wohl mit dem ersten Menschen war. Die hatten auch diese Frage vom Joel. Ja. Und die haben sie so beantwortet, die haben gesagt, ja, der Gott, der hat Erde genommen. Im Hebräischen heißt Erde Adama. Und dann hat er aus der Erde einen Menschen geformt. So wie wenn ihr was mit Knete formt. So hat der Gott das gemacht mit Erde. Und dann kam aus dem Adama Erde ein Adam dabei raus. Ja, und damit er auch lebendig wird, hat der Gott seinen Atem da rein gepustet. Spannend. Da war es ein lebendiges Wesen. Wir haben also was von Gott. Die Naturwissenschaftler sagen, wir kommen da vom Affen her, das ist auch so. Die Geisteswissenschaftler sagen, ja, wir haben auch was von Gott. Wir sind aus Erde gemacht und wir sind lebendig und wir haben den Atem von Gott in uns. Deswegen haben wir oft auch mal gute Ideen und machen schöne Sachen und denken oft an Gott. Beides finde ich eine interessante Erklärung, wer der erste Mensch war. Ja, bin gespannt, ob ihr das interessant findet, so wie ich. Naja, also denkt mal drüber nach. Ich wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Tschüss.